Zu einer weiteren Folge FTB Infinity Evolved. Und mit dabei ist der Dosh. Hallo! Der Lex Diamond. Hola, ¿qué pasa? ¿Vale tu cosa, Katz? Und der Sora Timers. Buenos dias, muchachos. Eieieiei, richtig multikulti hier. Das kann ja was werden. Ja. Ah, das tut so weh. Ja, wir haben uns hier zusammengefunden, um uns ein bisschen zu verkloppen. Fangen wir mit dir an? Nee. Oh. Hör auf jetzt! Wir haben schon genug Tote, ne? Hallo! Ja. Hallo! 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 Ich kenne jemanden, der noch nicht oft genug gestorben ist. Sora Timers war ja schon angekündigt, dass er vorbeikommt. Lex Diamonds hat sich noch mehr oder weniger beworben. Ne? Ja. Kann man so sagen? Oh. Genau. Also ich spring, und, ne, für meine Leute hier, ich spring jetzt vom Hard Mode wieder in den Normal Mode. Weil macht einfach Spaß mit mehr Leuten. Ja, genau. Ich spiele natürlich noch den Hardmode weiter, aber halt aufs Geht. Vielleicht auch mal so zwischendurch noch eine Hardmode-Folge raus oder so, wie ich Bock habe. Aber ich denke mal, das hier wird jetzt schon ein ganz lustiges Projekt. Ja, definitiv. Definitiv. Ja, das glaube ich auch. Ja, Sora Timers, den kennt ihr vielleicht noch aus meinem Kanal oder von meinem Kanal, war Zuschauer, hat auch selbst Let's Plays gemacht. Yep. War jetzt ein bisschen ruhig um deinen Kanal, aber jetzt willst du ja wieder durchstarten, ne? Habe ich so mitbekommen. Genau, also bei mir wird in den nächsten Tagen noch ein Vanilla Minecraft kommen und natürlich mit, weil ich sei Chaoten hier, Bitbeast Infinity Evolved. Genau. Okay, Digga. Ja, hier, du hast ja jetzt auch mal eine kleine Änderung auf deinen Kanal, kann man auch nochmal sagen. Was? Ich? Ja, mit deinem Vanilla LP und so weiter. Ach so, ja, gut, da habe ich ja ein Infovideo gemacht, ja. Vanilla LP ist im Moment pausiert, Du, das Schweinefleisch weg. Ich sag's dir, ich klopp dich. Ja, ist es lieber. Alter! Gott! Ich brauche jetzt Messer. Ja. Ich hab hier noch ein Steck, ne? Oh Mann, ey. Ey, die Jungs hier. Okay, gut. Ey, ich hab noch ein Herz, hör auf. Das mit den Infos machen wir später irgendwann. Ja, das gibt auch heute keinen. Aber hier, guck mal, du erzählst so viel, erzähl doch mal von unserem Baum des Lebens. Ja, das wird unser Baum des Lebens. Das hat Lex Diamond vorgeschlagen oder Lex Player, wie man. Dein Kanalname ist Lex Player, gell? Genau. Ja, mein Kanal heißt Lex Player und ich selbst hier beim Minikraft heiße Lex Diamond. Genau. Ich bin von der Diamond Industries. Guten Tag. Guten Tag, ja. Ich möchte Ihnen gerne einen Staubsauger verkaufen. Hier. Ein Staubsauger? Ja, hier, gucken Sie mal. Oh. Ja, schick. Schwepp mich direkt weg. Ich würde sagen, der Staubsauger ist undicht. Der verliert Strom. Ja, so. Ja. Ja, kauf mir mal ein WLAN-Kabel, bitte. Ja, ich habe noch 50 Meter zu Hause rumliegen. Echt? Und, ja, dann... Sogar ein Adapter dafür. Ach, guck mal hier, weißt du, habe ich vorhin vergessen. Sora, ich schenke dir aus dem Fremdengarten eine Bäre. Schick. Ist schick, ja, ist schick. Ja, Gott, also das wird... Wir können kein Rasen mähen hier, ey. Nee, wir haben ja keinen Rasen mehr. Hast du auch Rasenmäher? Oder nur Staubsauger? Warte, ja, warte. Guck mal, kurz in meinen Weihnachtssack rein. Der ist aber golden. Ja, das ist der Weihnachtssack. Mann, ey, tu die Blume weg. Guck da, guck, Rasenmäher. Ah, geil. Oh, funktioniert ja super. Super. Geil. Richtig geil. Also das ist neue Technik hier, die... Ja. Boah. Würde ich mir aber patentieren lassen, definitiv. Ja, jetzt nächste Woche, meine Damen und Herren, kommt der... Halten Sie sich fest, der Excavator 3000 raus. Also das ist ein Gerät vom Feinsten. Wahnsinn. Ich kann Ihnen nur sagen, wenn Sie ihn jetzt in dieser Folge kaufen, dann lege ich Ihnen noch eine Rubinschaufel kostenlos obendrauf. Okay, also wer den haben möchte, ne, bei Lex Diamond einfach vorbeigucken und ein bisschen unter den Videos spammen, dann kriegt ihr den auch. Genau. Gut. Aber das war noch nicht alles. Ich bin noch nicht fertig, meine Damen und Herren. Ach du Schande. Wenn Sie jetzt noch in den nächsten 5 Minuten unter diesem Video schreiben, dann schenke ich Ihnen eine Beere aus Fremdengarten noch kostenlos dazu. Boah, eine Beere! Wahnsinn! Also guckt euch mal diese Beere an, ne? Raspberry. Und? 4786-0 von Nature Berry. Natura. Wow. Wahnsinn! Jetzt passen Sie auf, Sie haben ja noch gar nicht den Preis gehört. Der ist unschlagbar. Der kostet Sie nur 4. Genau, Sie hören 4 volle Kreativ-Energiezellen, meine Damen und Herren. Boah, das ist ein Schnäppchen, das ist ein richtiges Schnäppchen. Boah, da muss man zuschlagen. Ja, ja. Schade, dass wir nicht im Hardmode sind, sonst würde ich dir die sogar craften. Ja.
Warte mal, hier, das ist der Befehl, kannst du gerne umändern. Nö, lass uns mal stecken. Warte mal, slash Vize, ne? Mhm. Du bist ganz schnell deopt. Gut, was machen wir? Wir spielen miteinander, jeder, oder ja gut, wir versuchen so gut wie es geht zusammen aufzunehmen. Ja, wir spielen Ringelpieps mit Anfassen. So bitte ähnlich. Ohne Anfassen, ja. Ringelpieps ist okay, aber ohne Anfassen bitte, ja. Ich bin verheiratet, ja. Also da muss man auch ein bisschen rutschen. Also, ja. Eine Familie. Ja, natürlich. Freunde. Hau ab. Leute, mein Gott. Wer hat den Server gestellt? Ich. Sehr gut. Ja gut, wo fangen wir jetzt an? Wo machen wir weiter? Ja, ich... Baum des Lebens, unser Treffpunkt, klar, haben wir also genau. Abgehakt. Ja. Check. Gut, das war das Projekt, ne? Ja. War schön mit euch. Genau. Staffel 2 ist nun beendet. Wir gehen jetzt rüber in die Staffel 3. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Staffel. Okay, später. Ja. Genau. Ja, also, ich weiß nicht, wie sehen eure Pläne aus? Mein Plan ist so, Maschinen craften. Ja, ich habe ja schon ein paar Maschinen gecraftet. Klaus, legt sich mal in die Erde rein? Ja, legt euch auch mal hin. Also, mein Plan ist eine Quarry für ein Nanosaber-Farming. Okay. Und meine Idee ist jetzt erstmal, einen alten Bekannten aus einem alten Projekt wieder aufleben zu lassen. Aha. Aha. Okay. Ja, du musst es jetzt noch kennen. Ach so, ach ja, okay, gut. Das ist kein neuer Mitspieler, braucht keine Angst haben. Wir 4 Chaoten reichen vollkommen aus. Ja. Ja. Bei mir gibt es jetzt nur eine wundervolle Rückkehr eines verlorenen Kameraden. Ja, bin ich schon mal gespannt. Aber auch mit rosa Rüstung, ja? Ja, das weiß ich noch nicht. Tu mir den Gefallen, auch mit rosa Rüstung. Ja, bitte. Du siehst so toll aus in deiner rosa Rüstung. Echt? Ey, das war auch genial, ne? Ich muss, glaube ich, echt wieder die pinke Prinzessin werden, ne? Ah ja, klar. Auf jeden Fall. Also, hier, ne, mein Plan sieht auf jeden Fall so aus, ich werde jetzt erstmal auf jeden Fall eine... Ey, das können wir stundenlang treiben, ich habe kein Problem damit. Ich auch nicht. Oh, da hat die Winterblume in der Hand. Oh, scheiße. Ja, ich werde erstmal meinen Ore-Processing machen. Das ist halt Standard bei mir, damit ich das auf jeden Fall im Laufen habe. Dann wird mein Tinkersofen aufgebaut und dann der Rest des Werkzeugs. Weil ich habe hier, wie ihr seht, meine lieben Freunde, schon eine Duxie-Picke. Mhm. Und ja, da fehlt halt jetzt noch... Mann, ey! Wir haben auch plus noch eine Picke, aber da kommt dann eine RF-Zelle drauf. Ja. Klingt doch schon mal gut. Toll, ich bin jetzt hier gerade wieder am Verrecken. Ja. Ach ja. Einmal mit Profis arbeiten, ne? Ja, einmal mit Profis. Wie ich sehen kann, die haben auch einen Death-Counter und einen Health-Counter. Health! Ja, Health-Counter. Scheiße, ich kann keine Kuh melken mit einer Flasche. Warum nicht? Ach. Was machst du? So, also, ich mach mal dann mal zur Quarry. Ein Silber. Bin ich mal gespannt. Habt ihr eigentlich schon Enderium? Enderium? Nee. Nein. Ah, verdammt. Okay. Also, kannst, ich bitte dich, ja, ne? Erstmal herkommen und dann fragen nach Stahl. Okay, gut. Aber jetzt nach Enderium. Hallo, geht's noch? Street, was hast du denn da? Ey, das war ja Street, habe ich gesehen, Dosh. Ja, klar. Wir wollten dich freuen. Tank Destroyer. Tank Destroyer, was ist das denn? Die Quarry. Ja. Der fängt hast du eigentlich auch schon eine Energiequelle dafür? Da brauchst du nicht. Du wolltest ja nur theoretisch diese Redstone-Dinger. Achso, ja. Genau, diese Redstone-Öfen nutze. Mhm. Wer ist denn die? Warte, die Redstone-Engine. Genau. Ja. Genau. So, Lex Diamond hat sich jetzt schon verabschiedet. Ja. Lex Diamond, Ladies and Gentlemen, verlässt das Gebäude. Ja, tschüss. Freed Squad. Okay, ja, dann. Gut. Okay, ich bin willkommen. Ja, dann machen wir mal weiter im Programm, ne? Weiter. Also, wir können ja irgendwie nachher mal auf jeden Fall eine Nitaz-Aktion oder so starten. Nee, heute glaube ich nicht. Oder wir suchen einfach das End. Das End? Ja. Ja, jetzt schon. Ja, also ich habe letztens auf dem Server nach zwei Tagen, das bin ich ins End gegangen. Natürlich wird das Portal da erstellt. Da braucht man halt nicht suchen, weil der so ein
der das Server halt war, man saß sich da mit ein Stack Pfeile und mein Longsword. Oh, ja. Amethyst-Longsword habe ich gehört. Ach, warte mal, ich habe doch irgendwo noch einen Bogen gehabt. Noch einen Bogen. Einen Bogen, ja. Habt den dann weggeklappt. Ich saß da, glaube ich, eine Stunde, anderthalb dran, weil ich am Ende dann halt keine Pfeile mehr hatte und nur noch mein 4 Attack Damage Amethyst-Schwert oder 5 Attack, was er da auch hat, und hab den dann halt kaputt gewichst. Ja, super. Dosh, hast du noch 9 Punkte? 9 Enchantment-Punkte? Kannst ja rausnehmen. Gut. Moment. Hast du auch einen Amboss? Nee, einen Amboss habe ich nicht. Dann muss ich wieder rumlaufen. Also ich habe jetzt 10 Eye of Ender. Was ist das denn? Ich habe ein Ei geschmissen und da kamen mal eben 4 Chicken raus. Ey, das sind bestimmt Evil Chicken, ganz schnell weg hier. Ja. Das hier ist übrigens die Butze vom Dosh. Die Butze. Recht. Ja, recht gut eingerichtet. Ja, Butze. Lieber Butze Mann. 9. Ja, erinnere mich nicht an den. Okay. Ich bin der Biber Butze Mann und. Und ich wollte mal ganz schnell sagen, hier einmal ein dickes Dankeschön an den Next Diamond, der hat mir nämlich einen kleinen Tipp gegeben. Ich war ja die ganze Zeit am Verzaubern wegen einer Verzauberung und hat mir gesagt, bist du auch bescheuert und bist du umgeht nicht mehr. Kannst auch einfach auf Level 1 Bücher, Schwerter verzaubern und dann die Verzauberung darunter nehmen. Ja, ich habe jetzt ein Buch hier auf Reaper 1 zwar, ne? Ja. Und das werden wir dann später mal über Bibiocraft ein bisschen vermehren. Dafür habe ich mir hier so einen Disenchanter gemacht von Draconic Evolution. Ja, das ist der günstigste. Ja. Und braucht keinen Strom. Mhm. Ja. Nur Level halt, aber da ist auf dem Holzwert war. Nicht immer. Also ja, eigentlich macht genau das. Genau das wollte ich gerade sagen. Weil es auf dem Holzwert war und nur Level 1 Verzauberung hat es keine Level gekostet. Ach komm, nehmen wir die. Dann das rein. Schlafsack brauche ich wahrscheinlich nicht. Hängleiter bestimmt. So, ich nehme mal hier ein paar Erze mit. So. Ja, wie sieht es denn jetzt aus? Wollen wir jetzt ins Ende oder nicht? Ja, warte mal, ich will noch meinen Kumpan wachen. Was habe ich denn da noch drin? Was kann ich ja so? Wäre auf jeden Fall eine Maßnahme. Ich brauche noch eine Schüssel. Ah, da muss ich mal ein bisschen mein Schwert hier pimpen. Dein Schwert pimpen? Ja, ein bisschen mehr Attack Damage drauf. Mit dem Schwert willst du da nicht weit kommen. Chest. Ja, hallo, ich habe den mit dem Schwert weggewechselt. Mache ich diesmal wieder. Okay, ich hole mir noch ein paar Pfeile. Ich habe jetzt nämlich einen Bogen mit Unbreaking 1 und Power 4. Porkchop. Sora, möchtest du nicht in den Nether gehen noch ein bisschen Glowstone farmen? Oh Mann, ey. Also ich werde nicht noch weiter in den Nether gehen. Also, ich habe noch ein bisschen Schweinefleisch für dich. Oh. Da hinten haben wir einen Spawner. Ich bin gerade in der Mining World. Zeig mal den Spawner. Okay. Ach, der Spawner? Have fun. Genau der. Ja, weißt du, ich will da nur ein paar Level farmen. Der macht da wieder so eine Horroraktion raus. Was heißt eine Horroraktion? Tschüss, wird auch ausreichend. Ah, okay, ich drück's zu aus. Regel, Status Quo ist wieder zugestoßen. Status Quo? Hier wohne ich. Status Quo, der Standardstatus. Wir bauen uns auf, Klaus macht Türen. Achso, ja. Ja, wusstest du das nicht? Ja, haha. Wo kommt der denn her? Der zerstört meine Base. Das ist ein Hund. So. Nein, der hat meine Kisten. Hast du Probleme? Brauchst du Hilfe? Also, Minecraft stellt für keine psychologische. Also, hier haben wir einen Skelett-Spawner gefunden. Und hier ein kleines Räumchen gemacht und dann, ja, kann man hier ein bisschen XP farmen und nebenbei noch ein paar Knochen und Pfeile und sowas bekommen. Klaus, haben wir Pisten? Nein. Scheiße. Ich sag mal, kennst du das Rezept nicht? Nein, du hast Any Eye drauf, oder? Dann gibst du mal unten ein Piston, P-I-S-T-O-N. Und dann kannst du mal gucken, was du dafür brauchst. Alles klärchen. Es ist wieder da. Oh Gott. Ich create your first weapon. Hä? Weißt du schon? Ja, ich hab mir eine Spitzhacke gemacht, aber keine Waffe. Was wollte ich nochmal? Achso. Da ist ein Unterschied. Verstehe ich jetzt gar nicht. Achso, da oben an. Das ist Tinkers, ne? Genau. Dafür hast du viel lange gebraucht? Ja, hab ich. Denkst du, ich kenne die ganzen Achievements? Ja. Nee. Guten Tag. Hey. Sag mal! Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. Das sind vielleicht Typen hier.
Natürlich. Mit denen muss man auch noch zusammenarbeiten. Oh, ja. Kannst du gehen? Dazu. Ja. Kann ich. Sprechen? Kann ich auch lassen. Ja. Das war, okay, das war eigentlich zu viel. Liebst du uns doch. Ja, doch, eigentlich schon. Auch mich? Nein. Und dich nicht. Alle, nur dich nicht. Richtig. So, Jetpack nochmal aufladen. Oh Mann, ey. Das muss ich auch mal demnächst upgraden. Ich hab keinen Helm mehr. Scheiße. Warum hab ich keinen Helm mehr? So, nehmen wir mal den. Wieso höre ich hier jemanden sägen? Weißt du was? Ja. Machen wir es doch einfach so. Okay. Pick. Ich hab eine Stahlrüstung. Ja, passt doch, wunderbar. Dann mal sehen, was brauche ich noch. Also ich bin bereit, ich habe 10 Eye of the Ender. Warte, ich bin jetzt auch gleich soweit. Eye of Ender sogar. Komm will. Wie sieht's mit dem Rest aus? Ich bin noch in Vorbereitung. Ja, ich bin noch in Vorbereitung. Achso, okay, du bist noch an Vorbereitung. Hab doch alles für ein Pissen. Echt? Oh Gott. Okay. Das kann nur was werden. Und Klaus, wie findest du es heute so? Ja, ist okay. Hm? Das kann was werden, ne? Definitiv. Was seht ihr denn? Ich hab... Also ich mach es zu wenig, ja? Ja, mein Vater ist Bahnler. Von daher bin ich da vorbelastet. 452 Meter ist er weg. Okay. Was? Wie? Ha? Klaus? Ja. Für ein Modifier, das war ein Gold, Apfel und ein Dia-Block und ein... Nein, es war erstmal ein ein Gold-Block und ein Diamant. Und dann war ein Notch-Apfel, Notch-Apfel und genau, ein Dia-Block. Alles klar, dann habe ich gerade wahrscheinlich Dias verschwendet. Ja, schick. Ja, ich habe sowas drauf. Ja. Warum verschwendet? Okay. Es geht dann halt trotzdem weg. Das war ein Wort mal zu viel, dankeschön. Aber kein Modifier drauf, oder was? Doch, Modifier ist drauf. Ja. Aufnahme nicht. Oh Mann, ey, jetzt muss man immer auf die Jungs hier warten. Das ist so furchtbar. Also ich bin jetzt gleich fertig. Hat man noch einen Bogen über? Achso, das ist Höchststation, ups. Einen? Wie viel brauchst du denn? Nein. Okay, ich hol dir schnell ein paar. Was macht jemand und Pfeile werden gut. Ja, okay. Pfeile haben wir glaube ich auch. Ich hab im Moment noch 4 Stacks. So. Nehmen wir alle Pfeile mit. Bisschen, danke. Und so werden wir es. Vorbereitung ist alles. Ich hab eine Voodoo-Puppe, meinst du, damit können wir den Nein! Ich bin so ein Held. Ja. Ich bin der Hellste. Der Hellste ist. Erzähl uns was Neues. So. Oh Mann, ey, ich bin noch gewohnt. Autsch. Super. Was soll noch Tränke machen? So. Tod Nummer, wie viel? 14. Ja, 14, genau. 14, 10, 12, 3. Ich hab 3 Tote. Okay. Nee. Doch. Okay, 100.000 CRF. Hätte vielleicht meinen Jetpack mitnehmen sollen. Wo ist denn das? Ach, das ist. Oh, jetzt weiß ich auch, wo es ist. Verdammt nochmal. 100.000 CRF. Verdammte Axt! Hat jemand Holzkohle oder Kohle übrig? Hm? Nein. Was ist das denn? Oh, okay. Hallo? Ja, hallo. Hallo. Wo ist mein Jetpack? Ich hab's nicht. Sora hat es. Ja. Nein, ich hab's nicht. Ich glaube, ich hab's doch dabei gehabt, aber ich war zu blöd, das anzuziehen. Nein, hallo? Klaus? Wenn ihr ein? Ja. Haben wir überhaupt schon Melonen? Noch nicht. Warum? Ich wollte gerade Healing Potions machen. Ne, Melonen haben wir nicht. Ja, dazu kommen wir noch. Also ich glaube, ich habe zwei Stück oder so. Aber die brauche ich später für Samen. Ja, ich habe eine. Ich mache gerade. Warum nimmst du Melonensamen? Du hast doch auch Samen. Nimm noch ein paar die. Ein Todespunkt. Schön. Ja, Klaus ist ja immer dabei. Ups, bei dem auch. Ein Respond weniger. So. Ja. Okay. Nochmal nach. Kohle, 20 Kohle hab ich. Heißt, ich muss Holzkohle machen. Nein. Oh Gott, das war knapp. Local Brewery, okay. Ja, ich hab ein Tränkchen gebaut. Ein Tränkchen? Ja. Ah, erstmal ein Bier, ey. So, Bier, okay.
So, die Folge hat's eigentlich schon hinter sich. Scheiße, ich bin schon wieder runtergefallen. Echt? Jetzt schon? Verdammt, ja. Oh, wow, 20 Minuten. 20 Minuten. Krass, echt? Ja. Das war schnell die Zeit. Ja, meine Lieben, ne? Das war's dann auf jeden Fall von mir und von den anderen. Und ich sag dann mal, haut da rein, bleibt da frisch. Bis zum nächsten Mal. Ja, gut, ja, das Leute, gleiche genau. Gilt auch für mich. Ja, gut, hier. Ciao. Ciao. Reinkommen, wiederschauen.